Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Ist jetzt schon das dritte Mallorca-Video, der dritte Mallorca-Vlog. Wir haben heute Dienstag. Wir machen uns gerade auf den Weg zum Puig Major, zum höchsten Berg hier auf Mallorca. Hier vorne seht ihr auch schon die Bergkette, das Tramuntana-Gebirge. Knapp 130 Kilometer, 1700 Höhenmeter stehen auf dem Plan. So, wir sind jetzt hier am Anstieg, hoch erstmal zur Tankstelle. Ja, und während wir hier am Anstieg sind, möchte ich mal kurz auf einen Kommentar eingehen. Ein Kommentar unter dem letzten Video, ich blende euch hier nochmal ein. Und zwar wurde da nach einem Community-Treffen hier auf Mallorca gefragt, zwischen dem 5. und 10. März. Finde ich grundsätzlich eine richtig geile Idee. Leider wird das zeitlich ein bisschen knapp. Ja, am 5. habe ich noch ein Rennen, am 6. nur so ja, locker rollen. Und dann kommt auch schon das Team und dann bin ich hier im Teamtrainingslager und da ein bisschen mehr eingebunden. Aber ich finde, grundsätzlich können wir diesen Gedanken einfach mal auffassen und mal schauen, vielleicht das Ganze in Deutschland zu machen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Interesse daran habt. Und dann können wir gucken, dass wir das in diesem Jahr irgendwie mal hinkriegen. Schaut euch bitte einfach mal diese Aussicht an. Jedes Mal super, super geil. Hammer. Das nächste Zwischenziel ist erreicht, der Gor Blo. Ich habe gerade auch mal versucht, ein Bild von ziemlich genau vor einem Jahr nachzustellen. Hier habt ihr mal kurz den Vergleich. Links 2021, letztes Jahr, und rechts dieses Jahr 2022. Ja, ist wirklich ziemlich genau ein Jahr her. Und ja, ist einfach super geil hier. Jetzt geht es weiter zum Puig. Es kommen nochmal so, ja, ich glaube so 300 Höhenmeter circa. Und dann sind wir auch schon oben. Da oben, das ist die Spitze vom Puig. Das ist quasi hier so über mir. Das ist die Spitze. Da kommt man nur leider nicht hin. Das ist irgendwie nur einmal im Jahr geöffnet. Ja, aber grundsätzlich sind wir jetzt hier oben. Hier ist nochmal eine richtig geile Aussicht. Ja, jetzt geht es hier vorne gleich runter. Dann hier entlang, hier schlängelt sich das so ein bisschen. Da unten sieht man auch nochmal ein Stückchen Straße. Dann geht das hier weiter und dann runter nach Soler. Ja, ich mache noch mal ganz kurz hier die Weste zu. So, ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier in die knapp 10 Kilometer, glaube ich, lange Abfahrt. Das war jetzt eben die Abfahrt vom Herr Puig. Hinter mir liegt jetzt Soler und jetzt geht es eben auf den Col de Soler. Ich bin jetzt 2 Stunden 40 unterwegs, 1246 Höhenmeter und 67,3 Kilometer. Ja, also von den Kilometern her ziemlich genau Halbzeit. Und zurück wird auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen höher sein, weil es eben ja, länger flach geht und doch der Großteil der Höhenmeter schon geschafft ist. Ich bin jetzt oben am Col de Soler angekommen. Ja, wieder mal eine super geile Aussicht hier. Ja, jetzt geht es hier nochmal 5-6 Kilometer bergab mit ziemlich vielen Serpentinen. Ziemlich geile Abfahrt. Auch der Aufstieg ist immer wieder super cool. Ja, hier seht ihr schon ziemlich enge Kurven. So geht es jetzt hier runter. Das schlängelt sich hier. Sieht man ganz gut. Auch auf Video. 3 Stunden sind jetzt ziemlich genau rum.
Ich habe noch gut 60 Kilometer zu fahren, 55 vielleicht. Also bin perfekt in der Zeit, um am Ende meine 5 Stunden zu fahren. Ich merke wirklich, dass immer mehr Radfahrer hier unterwegs sind. Also jetzt die letzten 2 Wochen, die ich jetzt schon hier bin, war eigentlich immer Sonne. 1-2 Tage vielleicht mal bewölkt, aber sonst das Wetter einfach top. Auch heute wieder wenig Wolken. Ein paar Wolken sind am Himmel, aber die Sonne setzt sich eigentlich dauerhaft durch. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier noch ganz spannend runter und dann sehen wir uns unten. Ich bin jetzt hier in Santa Maria, habe mir gerade hier was zu essen geholt. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Nicht direkt an so einem, von den 1-2 sehr bekannten Spots, sondern hier in so einer kleinen Bäckerei. Direkt an der Kathedrale ist das, glaube ich. Da vorne links kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich probiere jetzt einfach mal, was ich hier gekauft habe. Und ja, dann fahren wir gleich auch schon weiter. Hier sieht man das jetzt, da sind so Erbsen drin in diesem Gebäck. Ich finde es irgendwie geil. das esse ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Rad. So, das war jetzt der Putsch Major und der Soler. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, habe jetzt noch so 35 Kilometer bis nach Hause, weil ich schön mit Rückenwind, 180 Watt und 35 km/h. Gute Stunde, dann bin ich zu Hause. Und würde ich sagen, war es das Ganze jetzt auch schon wieder hier mit diesem Video von mir. Schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem Community-Treffen haltet. Ob ihr dabei wärt. Und dann können wir ja mal schauen, dass wir sowas irgendwann jetzt im Jahr mal organisiert bekommen. Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video hier auf YouTube. Also haut rein. Ciao. One's a company, two's a cracker, three's a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down, enjoy the ride, got some pillows in the Chevy.